So, da wären wir wieder. Und bevor wir jetzt hier mit den lieben Spinnen, die ich so sehr vergöttere, weitermache, holen wir erstmal noch ein paar Sachen auf. Ich habe nämlich in den Kommentaren von letzter Folge gelesen, dass ich einmal einen Schatz vergessen habe. Den wollen wir natürlich gleich nachholen. Und dann noch ein Secret bei diesem Gift-Bracer, den wir gefunden haben. So, der Gift-Bracer war, ich glaube, eine Etage tiefer, da sind wir runtergesprungen. Und da war hier das Rätsel gewesen. Ich glaube, hier war das. Und hier waren dann zwei Teleporter und eine Druckplatte und die kann man irgendwie deaktivieren. Also müssen wir hier da irgendwo runterspringen? Ja, das kommt hin, oder? Schauen wir mal. Uff, ja, das tat schon mal weh. Und hier sind die Dinger, genau. Und jetzt sollte ich hier irgendwo einen Teleporter wieder aktivieren. Das bringt uns dann zu einem Secret im Secret. Das ist nur die Frage, wie man den Teleporter wieder aktiviert. Das schaut doch schon mal gut aus. Ha, das ging ja flott. Und eine Spruchrolle der Unsichtbarkeit. Brauchen wir nicht wirklich, kann also gleich wieder weg. Und sonst sind hier keine Schalter dergleichen, nö. Gut, das war schon mal das erste von den beiden Sachen, die ich machen wollte. Jetzt noch der Schatz. Der Schatz war in Ebene 2. Dazu müssen wir hier lang und zurück. Und dann stand in den Kommentaren... er ist hinter einer Geheimwand im oberen Bereich, wo man um eine Wand herumlaufen kann. Da ist ein loser Stein. Okay. Gucken wir nochmal. Noch ein kleines Stück. Hier ist das Pillar of Light Rätsel gewesen und hier geht's hoch. Also, was sagt die Karte im oberen Bereich, wo man um eine Wand rumlaufen kann? Das könnte das hier zum Beispiel sein. Oder das da. Und da soll laut Kommentar ein loser Stein sein. Ah gut, also gehen wir mal durch die Tür und dann werde ich eh wieder auf die Karte gucken müssen. Also durch eine Tür. Durch noch eine Tür und Karte gucken. Jo, kommen wir gleich direkt drauf zu, nämlich hier. Das heißt, entweder ist hier irgendwo ein loser Stein. Oh, schon mal ein Pilz, der kommt mit. Ha! Ich höre irgendwo was aufgehen. Ich weiß nur nicht wo. Ah, hier. Ein Golden Chalice. Sehr schön. Den hatten wir im letzten Playthrough nicht gefunden. Also da wieder lang. Und ja, ich könnte ihn eigentlich liegen lassen. Wie ich auch sehr viele Sachen liegen lassen könnte. Aber ich will meine Rumpelkammer vollstellen. Dass wir später in voller Stolz auf unsere 7 Schätze gucken können. Und sagen, ja, das haben wir geschafft. So. Oh, ich bin viel zu weit gelaufen. Hier, richtig? Richtig. So, das waren die Sachen, die in den Kommentaren standen. Außer ich hatte noch irgendwas übersehen. Wenn ja, dann schreibt einfach einen neuen Kommentar. Ich bin da manchmal ein bisschen schusselig. So, da geht's rein. Und jetzt können wir weiter Spinnen töten. Ja, ich dachte mir, es wäre eine gute Idee, wenn wir am Anfang mal was anderes machen. Denn das Spinnen töten ist ja teilweise doch ein wenig fade. Also für mich jedenfalls. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist. Aber wir machen ja eigentlich immer nur das Gleiche. Wir locken eine Spinne raus, bringen die um, hauen da ein bisschen drauf und laufen dann wieder weg. Und ja, das war's dann auch schon. So, der bleibt da. Obwohl, er kann auf der anderen Seite liegen bleiben. Kräuter brauchen wir hier auch nicht. Aber dafür hatten wir einen Sack, oder? Hier war die Pilze drin. Essen sollten wir auch mal ein Stück hier mitnehmen. So. Die Kiste war nur mit Ramsch, ne? Jo. Ramsch haben wir nicht wirklich viel. Dann tun wir die Kräuter einfach mal so auf den Boden. So, die brauchen wir für Heiltränke. Die Fackeln brauchen wir für irgendwelche Fackelrätsel. Das brauchen wir für Licht. Und 6 Slots müssen reichen für Finden. So, apropos Licht. Das geht gerade aus. So.
Jetzt aber Spinnen töten. Ich höre schon die krabbelnden Beine, was echt eklig ist. Na, wir müssen links rum. Oh, nochmal links rum. Und hier geht's los. Vor allem geht's hier auch los damit, dass man recht verwinkelte Gänge hat, wo die Spinnen dann von hinten, von der Seite, von oben, von unten überall angreifen können. So, das kommt weg. Das kommt weg. So. Was habe ich hier jetzt übersehen? Achso, das war so ein Zeiträtsel. Das musste man den richtigen Knopf drücken und dann ganz schnell flitzen. Hä? Oder auch nicht? Wie kriege ich die Tür dahinter auf? Oh. Jetzt bin ich verwirrt. Also den Knopf drücken, den Knopf drücken. Hier den Knopf drücken und dann durch. So, und jetzt haben wir ein Problem, weil das Gittertor ist zu und wir sind hier gefangen mit Spinnen. Aber wenigstens so kann uns immer nur einer zur Zeit angreifen. Werden wir trotzdem die ganzen Heilträge brauchen, denke ich mal. Ah, wenigstens haben wir diesmal ein Schild in der Hand. So, schluck. Komm, 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 stirb. Und gleich ist unsere Stamina schon alle. Das haut nicht hin, oder? Nee, das haut nicht hin. Da werden wir nebenbei noch mal ein paar Heiltränke craften müssen. Ja, Alchemie unter Druck ist super. Oh, das war knapp, das war zu knapp. Hülalü. Und schon haben wir keine Heilkräuter mehr. Ich dachte ja, wenn wir so nur ein Char haben, dass wir da nicht ganz so viele verbrauchen werden. Aber ja, so viel dazu. Spinneneier weg und dann schlafen wir gleich mal. Das Gift müsste ja eigentlich gegengeheilt werden. Ja, schaut gut aus. Da müssen wir ja kein Gegengift verschwenden. Auch wenn wir die wirklich überhaben müssten. Gegengift ist ja nicht wirklich wichtig. Außer man hat gerade mal einen längeren Kampf und hat nicht die Aussicht, schlafen zu können oder einen blauen Kristall anzutatschen. So, du auch noch weg. Du raus da. Und schauen wir hier mal nach Schaltern. Ah, du machst die Tür wieder auf. Als wir hätten auch wieder rauslaufen können. Aber na gut, sonst nirgendwo ein Knopf. Nö, nur eine Tür. Ich höre keine Spinnen. Ah, jetzt. Ich dachte schon, das wäre sehr irritierend, wenn da keine mehr sind. Denn irgendwann ging hinter uns ja auch mal eine Tür oder eine Steinwand auf. Und da waren mehr Spinnen drin. Wir sollten die Tür wieder zumachen. Wir wollen ja nicht hier irgendwelche Gäste bekommen, die wir nicht haben wollen. Zack, zack. Ja, wenn man Platz hat, ist das echt schick. Und geht doch nicht so in die Ressourcen. Apropos Ressourcen, da hätte ich ja doch ein, zwei Bomben mitnehmen sollen. Gerade für solche Fälle wie eben gerade. Aber na gut. So. Das läuft soweit ja recht gut. Jetzt hätte ich gerne noch eine Spinne. Ja, was war das? Ein Käfer, der ist essbar. Ein so ein Pilz, den brauchen wir für Alchemie. Wobei wir das Rezept immer noch nicht gefunden haben. Würde mich langsam echt mal interessieren, was dabei rauskommt. War das der Geschwindigkeitstrank? Na gut. Ich habe das Bedürfnis abzuspeichern. Denn irgendwo wird jetzt gleich hinter uns die Wand aufgehen. Also speichern. T9A. Dann gucken wir mal. Oh, hier waren wir schon. Da waren gerade Handschuhe. Handschuhe haben wir schon, ne? Naja, diese Wolldinger. Wie viel macht ihr? Ihr macht 2 Schutz. Was macht 1 Schutz?
2 ist besser als 1. Und Kälteschaden, komm, das bekommen wir echt nicht häufig. So, die Tür machen wir noch nicht auf. Erstmal die Umgebung hier sichern. Keine Schalter, nö. Und zweiter... Ach, das war die Geschichte. Ja, dank der Tür sind wir 2-mal oder so gestorben. Oh, hier kommen die Spinnen. Na, 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 na. Ich habe hier Platz zum Weglaufen. Edgy Badge. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Sehr schön. Wie schaut es eigentlich mit dem Level aus? Wie viel brauchen wir noch? Ah, Hälfte. Okay. So. Eine Spinne noch und dann... Warum läufst du weg? Ich habe gerade Stein auf Stein gehört. Ich laufe ganz schnell wieder zurück zur Tür. Mach auf. Mach zu. Und weg, 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 weg. Ja, das müsste jetzt die Wand gewesen sein, wo hinter die Spinnen waren, die mich letztes Mal überrascht hatten. Also im letzten Playthrough. Gut, jetzt schlafen wir einfach mal und ignorieren die Spinnen, die vor der Tür hin und her tigern, weil sie uns aufessen wollen. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist bisher auch noch nicht passiert, dass wir von einem Erdbeben aufgeweckt wurden. Ein sehr schönes Feature. Ist auch nur eine Kleinigkeit, aber macht Sinn, dass man da nicht durchschläft. Okay, es macht auch nicht Sinn, dass man schlafen kann, während irgendwelche Legionäre vor der Tür hin und her trappeln. Aber gut. So, Spinni, Spinni. Wo bist du hin? Ich will nicht, dass du mir in den Rücken fällst. Hier war eine Sackgasse. Gut, da ist sie nicht drin. Also können wir jetzt hier ohne Bedenken lang gehen. Bis zu dem Punkt, weil hier wieder eine Abzweigung ist. Da ist die Tür aber zu. Gut. Also es können nur vor uns Spinnen sein momentan. Da, hier waren die Spinnen, glaube ich, drin. Ein Heiltrank. Noch ein Heiltrank und ein Fehler von meinerseits. Komm. Ein Treffer noch, dann sind wir unten. Urks, oder auch nicht. Jetzt sind wir, glaube ich, im Schleim-Level. Nein, ich wollte gar nicht hoch. Dreh ich wieder um. Ich wollte schlafen. Einfach nur schlafen und nicht von einem Schleim gewonnen werden. Das wäre echt nett. Weil die Viecher waren echt garstig. Als wir zum ersten Mal auf die getroffen sind, haben die unsere ganze Gruppe zerlegt. Und da hatten wir 2 Magier, die raufballern konnten und den Dieb vorne noch und überhaupt. Und trotzdem hat er uns zersägt wie sonst was. Alleine dürfte das jetzt ganz schön schwierig werden. Das heißt, wahrscheinlich werden wir auch die Schleime wieder machen, wenn wir erst auf Ebene 5 sind oder so. 5 oder 6. Dann kommen wir hierher zurück, wenn wir ein bisschen bessere Ausrüstung haben und noch 1-2 Stufen mehr. Aber erstmal stirbst jetzt du. Dann will ich Lichtzaubern auf die Karte gucken, ob wir überhaupt im richtigen Ort sind. Oh, und sterben wollte ich eigentlich nicht. Regenerieren die Gegner jetzt auch, wenn wir schlafen? Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon getestet, aber ich weiß nicht mehr, was das Ergebnis war. Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht so schnell wie wir. Na, gucken wir mal. Wenn sie nicht regenerieren, dürfte die Spinne jetzt gleich nach 1-2 Schlägen tot sein. Und das Gift hält sich ganz schön lang. 1. Und 2. Jo, regeneriert nicht. Sehr schön. Wieder schlafen. Oh, ah. Okay, das war noch eine angeditschte von vorher. Schlafen wir mal lieber hier unten. Hier scheint es hier irgendwie sicherer zu sein. Vielleicht ist es doch gar nicht das Schleimlevel. Na gut, wir schlafen erstmal zu Ende, dann kommt Licht und dann gucke ich mal, ob hier wirklich das Schleimlevel ist oder nicht. Und danach gucken wir uns oben wieder um. Ich weiß noch ungefähr, wie der Eingang aussah zum Schleimlevel. Also der Kartenaufbau. So, Licht.
Schild. Ja, yep, hier ist das Schleimlevel. Passt schon. Füttere mich. Ja, nee. Die Tür da unten machen wir nicht auf. Das ganze Knicken. Ja, und ein Goldschlüssel. Ich glaube, das ist der erste optionale Schlüssel. Das heißt, den müssen wir nicht benutzen. Den könnten wir aufbewahren. Aber, wie schon mehrfach gesagt wurde, sobald da ein Buch drin ist zur Auswahl, auf jeden Fall immer das Buch nehmen. Weil davon gibt es echt wenige und die bringen tierisch viel, gerade wenn wir jetzt nur einen Charakter spielen. Und ich wollte nicht rückwärts die Treppe runterlaufen. So. Nochmal schlafen, wenn es eine Spinne anspringt, springt sie uns halt an. Das dürften ja langsam immer weniger werden. Wir haben schon eine ganze Menge... Genau euch meine ich. Wow, 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 ganz knapp. Okay, das war jetzt eine Panikreaktion. Ich habe ein Gegengift getrunken und gleich danach einen Heiltrank. Ressourcenverschwendung pur. Aber na gut, dafür musste ich einmal weniger neu laden, was ja auch nicht schlecht ist. So, noch geschlafen. Mischen wir noch fix zwei neue Heiltränke. Und danach gibt es erstmal wieder einen Cut. Beziehungsweise erstmal abspeichern. Unter T9P. Und jetzt gibt es einen Cut und wir sehen uns in ein, zwei Tagen wieder. Bis dann.